Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Ich habe ja gestern schon ein Video gemacht, dass ihr hier diesen neuen Renegade Raider in der Skull Trooper Variante im Arena Game bekommen könnt, dieses Late Game vom Arena Modus. Und das Ganze, wenn ihr 10 Kills macht. Und es gibt jetzt sogar noch einen geheimen Skin, den man bekommt, wenn man einfach 20 Kills macht. Richtig, richtig heftig. Eine Info noch vorab übrigens hier. Und zwar, Frankensteins Monster ist jetzt im Shop verfügbar. Also der nächste Skin hier von dem Halloween Event. Können wir uns nochmal kurz angucken für die es hier von euch interessiert. Einmal Frankensteins Monster, 1200 V-Bucks das Ganze. Kommt auch mit zwei Stilen, einmal so braun, einmal so schwarz. Ist ganz nice, kann man sich eigentlich mal geben. Und ich glaube, der ist auch neu. Der war gestern, glaube ich, auch noch nicht drin. Bin mir nicht ganz sicher, aber der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr heftig. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall zeigen. Ansonsten hier noch so ein paar Sachen zu Halloween und generell. Und ja, wenn ihr euch was kauft, super gerne Creator-Code iPlayTobi eintragen. Würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Ja, Kuss geht auf jeden Fall an dieser Stelle einmal raus. So, worum geht es jetzt? Es geht natürlich um den geheimen Skin, den man bekommen kann, und zwar auch hier wieder in dem Fortnite Late Game vom Arena Modus. Der hier, also Trio oder Solo Modus könnt ihr das machen, und wenn ihr es da schafft, 20 Kills zu machen, dann verwandelt ihr euch, und zwar, ihr seht es hier schon, in der Vorschau, wir haben einmal diesen Renegade Skull Trooper, und ganz vorne ist der Aura Skin, und ihr verwandelt euch einfach in den Aura Skin, wenn ihr 20 Kills macht. Ich weiß nicht, wer das programmiert hat, wer sich das ausgedacht hat, aber man haut einfach den schwitzigsten Skin hier rein, den es im Spiel gibt, Aura Skin, und der kommt auch nicht nur so einfach als Skin rein, der kommt sogar noch mit Backbling, und zwar hier mit dem FNCS-Item als Rucksack, hier einfach das Logo von den FNCS, und ja, das bekommt ihr halt einfach, wenn ihr 20 Kills macht, finde ich sehr, sehr nice und sehr interessant vor allem, dass man den Skin einfach bekommt hier, wenn man es schafft, 20 Kills zu machen, und das zeigt einfach mal wieder, dass das der Skin ist, den einfach die ganzen Schwitzer spielen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Info, die ich euch geben wollte, probiert es gerne mal aus, wenn ihr es irgendwie schafft, 20 Kills zu machen, so könnt ihr auf jeden Fall mal den Aura-Skin dann auch spielen, falls ihr den noch nicht habt, und das wollte ich auf jeden Fall die Info nochmal mit euch teilen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.